Ja, ihr Lieben, wir sind wieder da, LB Lotusblüte, am Mikrofon für euch, eure Sanara. Heute mit einem Interview oder einem Gespräch über ein ganz besonderes Thema. Ich habe eine Gesprächspartnerin hier bei uns am Studiotelefon, die ich euch gleich erstmal vorstellen werde. Und da geht es wirklich um viele Dinge zu unserer Gesundheit. Und ich glaube, das ist ja nun auch unser höchstes Gut, unsere Gesundheit. Und gerade jetzt, in der kritischen Zeit, in der wir uns alle befinden, ist natürlich die Gesundheit oberstes Gebot. Ja, und ich grüße jetzt ganz, ganz herzlichst hier am Telefon Jutta Suffner. Liebe Jutta, ich grüße dich herzlich. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, hier für uns dabei zu sein im LB Lotusblüte. Und ich freue mich einfach, dass du hier bist. Ja, hallo an alle, die zuhören. Liebe Sanara, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und ja, ich freue mich auf einige inspirierende Minuten und eine tolle Sendung. Ja, Jutta, ich denke, das wird's werden, denn du machst ja nun wirklich ganz tolle Sachen. Und damit wir erstmal überhaupt wissen, wer ist denn Jutta Suffner? Vielleicht magst du etwas zu deiner Person sagen, damit der Hörer weiß, aha, das ist Jutta Suffner. Ja, danke schön. Ja, Jutta ist erstmal eine 54-jährige mittelalterliche Dame und die gerade an die Ostsee gezogen ist, ihre neue Heimat, und mit einem Leben, was von Kindesbeinen an mit Gesundheitsdingen geprägt war und insgesamt 3 Ausbildungen von einer Radiologieassistentin über ein Studium der Biomedizin bis zum Heilpraktiker und die gerne einfach ihr gesamtes Wissen in Sachen Gesundheit an die Menschen bringen möchte. Also hört man daraus, dass du natürlich auch den Weg der Schulmedizin irgendwo derartig begleitet. Definitiv, damit habe ich angefangen und bin auch sehr dankbar dafür, als nach dem Abitur als Radiologieassistentin in dem damals größten Krebszentrum in Köln 2 Jahre, diese Erfahrung, davon zehre ich heute noch, und dann auch nochmal 2 Jahre in einer großen Unfallklinik gearbeitet, um dann erst das Studium der Biomedizintechnik in Deutschland und 1 Jahr in Kanada zu machen. 1 Jahr lang habe ich in Kanada zu neurodegenerativen Erkrankungen da noch geforscht, am Kernspintomographen, und war auch erstmal 20 Jahre in der Schulmedizin unterwegs und habe europaweit Ultraschallschulungen gegeben, gemacht in allen Fachrichtungen, die man so kennt. Von frühen Schallen mit 300-400 Gramm bis zu neurochirurgischen OPs, von der Geburtshilfe über die Angiologie, also ein riesen Spektrum. Also da habe ich dann wirklich hier eine ganz erfahrene Frau hier am Studiotelefon. Und liebe Jutta, ich denke, du wirst natürlich auch auf deinem Weg oder in deinem Weg mit der Schulmedizin vieles erlebt haben. Hast du auch, ich habe es mal auf deiner Website gesehen, dass du selbst auch mal sehr krank warst? Ja, das sollte wohl alles so sein. Ich habe mir mal eine Herzmuskelentzündung eingefangen, im wahrsten Sinne des Wortes, durch eine verschleppte Grippe. Ja. Und auch durch unachtsames Leben einfach zu viel mir zugemutet. Und die Essenz davon war dann, dass ich eigentlich 1 Jahr im Bett lag, 3 Jahre dann in Rente und fast 7 Jahre gebraucht habe, um wieder topfit zu werden. Also eigentlich dürftest du mit mir hier so gar nicht reden, laut Schulmedizin. Und ich bin dieser Zeit aber jetzt extremst dankbar, denn dadurch durfte ich erkennen, es gibt zwischen Himmel und Erde mehr als das Wörtchen und. Das glaube ich dir. Und ich war ein extremer Sturschädel, der total an der Schulmedizin geklebt hat, die sehr, sehr gut ist und die wir auch brauchen. Ja. Aber ich habe eben nicht über den Tellerrand hinaus geschaut und habe dann überhaupt angefangen, wie würden meine nicht nur Neffen sagen, mein Mindset zu ändern. Und bin dann eben zur Quantenmedizin gekommen, zur Elektroakupunktur. Also ich habe alles gemacht, Vitalstoffmedizin, noch eine Zusatzausbildung, Zusatzstudium, um zu kapieren, warum habe ich das denn bekommen überhaupt? Ja. Und weil eine Entzündung ist die Basis jeder Erkrankung.
Ja, ich denke, das ist natürlich gerade jetzt in dieser jetzigen Zeit, muss man natürlich sehr, sehr achtsam auf sich schauen und auch immer gucken, naja, was regt sich da gerade im Körper? Ganz, ganz genau. Und deswegen ist auch dieses Thema, was ich aber heute erst begreife, dieser Entzündungen, dieser stillen Entzündungen, das begleitet mich schon seit diesen 20 Jahren. Und es ist ein, ja, im wahrsten Sinne des Wortes ein heißes Thema, weil es ja stille Entzündungen sind, die sich im Körper ausbreiten und mit denen eigentlich jeder rumläuft, ohne es zu wissen. Und das hat eben damals ja auch meine Herzmuskelentzündung ausgelöst. Ich hatte mir ein Magen-Darm-Virus eingefangen in Marrakesch. Und den habe ich verschleppt und solche, die heißen Coxsackie-Viren, die gehen unheimlich gern auf den Herzmuskel, Oh. ja, und legen den dann halt mal lahm. Und das war bei mir dann der Fall. Oh je, ja. Ja, da sieht man mal, dass man also wirklich sehr achtsam mit sich sein darf und auch immer schauen, was ist da vielleicht nicht in Ordnung und nicht alles sofort so weg vom Tisch fegen. Definitiv, und ich brauchte halt den Hammerschlag von oben, um es zu kapieren. Ja, muss man aber nicht immer haben, wenn man im Vorfeld schon mal achtet, ne? Genau. Aber ich war irgendwie jung, dynamisch und sehr unternehmungslustig und auch noch musikalisch sehr unterwegs. Und ja, dann kam halt eins zum anderen und die Schulmedizin hat es halt dann auch noch nicht so ganz gesichtet. Ja, und dann bist du ganz schnell in so einer chronischen Schiene drin, wo es dann heißt, naja, das wird nichts mehr. Ja. Und damit habe ich mich einen Segen aber nicht abgefunden. Das ist sehr, sehr gut, eine gute Einstellung. Und man sieht es ja auch einmal, dass es bei dir wirklich sich wieder gebessert hat. Ja, ich bin heute also topfit, mein Herz ist super, ich keine Medikamente, nichts. Also ist jetzt rein, wenn man es nur von irgendwelchen Werten sieht oder von der damaligen Situation nicht nachvollziehbar, aber dann sieht man einfach, was machbar ist. Ja, absolut. Ja, Jutta, ich denke, das ist etwas, wo man wirklich hinschauen darf und auch kann. Und dafür haben wir dich ja heute eingeladen, denn es geht ja heute mal um die Gesundheit und du sprichst ja auch von der chronischen Gesundheit. Das finde ich auch ein sehr schönes Wort, chronische Gesundheit. Denn du Ja, ich hast nenne ja mich Expertin für chronische Gesundheit. auch richtig, genau. Ich glaube, das zeichnet genau das aus, was wir alle sein wollen, chronisch gesund. Genau. Und ja, da freuen wir uns natürlich heute auf das Gespräch. Und ich glaube, wir gönnen uns jetzt ein kleines Päuschen, werden eine schöne Musik einspielen, sind jedoch gleich wieder da. Also, liebe Hörer, nicht weglaufen, denn jetzt geht's erstmal so richtig spannend weiter. Ja, ihr Lieben, und schon sind wir wieder da. Ich hoffe, ihr habt auch diese kleine Pause so schön genossen, wie wir es gemacht haben. Und liebe Jutta, du hast ja einen langen Werdegang schon mitgemacht. Ich sag mal Werdegang, auch in der schulmedizinisch bedingt. Du bist jedoch irgendwann ausgestiegen und hast gesagt, okay, jetzt ist die Zeit für mich hier beendet. Ja, das stimmt. Und zwar im Alter von 49 Jahren habe ich einfach gemerkt, so sehr ich ja diese Ultraschallzeit geliebt habe und ich bin da wirklich drin aufgegangen, ich merkte aber einfach, es ging nur noch um, ja, um Kohle auf Deutsch gesagt. Ich war Consultant bei einem der oder bei dem größten Unternehmen der Welt und hatte einen wirklich sehr, sehr guten Beruf und alle Freiheiten, die man sich wünschen konnte. Aber es ging nur noch ums Geld.
Und der Patient und um irgendwelche Entwicklungen, wie kann ich ein Hämangiom noch früher entdecken und beim Parkinson irgendwelche Plaques oder sonstigen Dinge. Aber es hat nie jemand gefragt, warum hat denn dieser Mensch das? Ja. Und das hat mich, das hört sich jetzt komisch an, aber ich konnte diese Ultraschallschulungen dann nicht mehr machen. Und ich hab einfach gekündigt, ohne zu wissen, was. Ich wusste nur, das ist es nicht mehr. Und im Nachhinein totaler Irrsinn, was ich da gemacht habe als sicherheitsbedürftig aufgezogener Mensch aus dem Westerwald wollte da ein Gesundheitszentrum aufmachen und habe gesagt, jetzt brauchst du noch die Heilpraktikerausbildung, dann habe ich die noch ganz schnell gemacht, damit man abrechnen kann und habe dann eine Praxis eröffnet, eben mit so quantenphysikalischen Methoden. Das, was ich heute auch noch mache, was einfach mein Steckenpferd ist, kann man nachher mal zu kommen. Ja. Das ist der sogenannte Delta-Scan und den man eben auch von Ferne nutzen kann. Also meine weiteste Patientin ist aus Neuseeland, das ist alles Gute, die Menschen müssen nicht kommen. Und dann fing diese Zeit an und parallel, kam dann die Blaubeere in mein Leben, die ja einer der größten Entzündungshemmer ist. Und, ja. Und dann fing auf einmal an, der Kreis sich wieder zu schließen, dass ich gedacht habe, Entzündung, Moment, da war doch vor 20 Jahren was. Und jetzt hast du was in der Hand, was ein hochpotenter Entzündungshemmer ist, wobei das Wort darf ich nicht sagen, denn ich habe schon 2 Abmahnungen von der Pharmaindustrie bekommen und muss einfach Acht geben, was ich sage, weil eine Blaubeere kann man nicht patentieren und es gibt da keine sogenannten Health Claims, also keine gesundheitsbezogenen Aussagen. Ja. Deswegen darf ich immer nur sagen, es kann ihr Wohlbefinden unterstützen. Das darf ich offiziell sagen. Ja, das ist richtig. Ich denke, okay, da sollten wir uns auch dran halten. Jedoch darfst du natürlich sagen, aus deinen Erfahrungen, wie sie wirkt. Genau, aus meinen Erfahrungen darf ich sprechen und also als Therapeutin. Und da bin ich einfach total dankbar und stolz zu sehen, was die Inhaltsstoffe einer speziellen Blaubeersorte, also es gibt ja 120 verschiedene, es gibt aber nur eine Sorte, die diesen Wumms, so nenne ich es einfach mal, haben, den ich gerne hätte. Und wenn man das noch in einem speziellen, es muss ein Extraktionsverfahren sein, da haben wir die ganze Welt abgesucht, wenn man das alles klug kombiniert, erhält man einen Extrakt, das ist jetzt hier unter Blue Entox läuft es, welches, sich den Ort des Geschehens sucht, den es zunächst gilt zu bearbeiten. Ja. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber vielleicht mal an einem Beispiel. Wir haben eine 80-jährige Dame, so ein markantes Beispiel, deswegen erzähle ich es einfach immer, die eigentlich mit einem Tinnitus zu mir kam. Und die war total auf ihren Tinnitus fixiert. Und die nahm dann 3, 4, 5 Monate dieses Extrakt. Wir haben es ausgetestet. Und dann rief mich nach einer geraumen Zeit die Tochter an und sagte, was haben Sie mit meiner Mutter gemacht? Ich so, oh Gott, oh Gott. Ja, die läuft ja wieder die Treppen hoch. Ich so, wieso läuft die Treppen hoch? Da ging es um Tinnitus. Nee, sagte, die hat ja auch Rheuma. Ich sag, hat sie mir nichts von gesagt. Die Mutter hat mir nur wiederum gesagt, ihr Tinnitus geht nicht weg, weil die so fixiert war auf diesen Tinnitus. Ja. Aber der Körper hat sich entschieden, Moment, es ist erstmal wichtiger, dass du die Treppen wieder hochlaufen kannst. Ja. Und deswegen haben sich die Rheuma-Werte, diese ganzen Parameter massiv verbessert, sodass diese Problematik weg war. Aber der Tinnitus war natürlich noch da. Und das war so eine der ersten Erlebnisse, wo ich mir gedacht habe, Moment mal, hier passieren ja Sachen, diese wilde Heidelbeere hat eine irre Intelligenz, ja, die im Körper an den Tag legt. Ja, also das ist fast unglaublich, wenn man das so hört. Doch, ich weiß ja, wovon du redest. Also, du weißt ja auch, wovon du redest. Genau, ja. Die Blaubeere an sich, wie kann man sich das vorstellen? Wie wird die verabreicht, sag ich mal? Und zwar ist es so, verabreicht wird das in einer Kapselform, in einem speziellen Extrakt. Und ja, jetzt würden ja die Leute sagen, na super, was macht sie denn da? Alles verarbeiten, lass uns die doch aus der Natur nehmen. Ja. Habe ich zumindest auch gedacht vor einigen Jahren. Habe gesagt, ist doch Quatsch, pflück die doch lieber in der Natur und iss sie, dann hast du doch alle Vitalstoffe. Weil in der Schale von dieser wilden Blaubeere, da ist die meiste Kraft,
Vielleicht kennen auch einige das Buch von Anthony Williams. Der schwört ja auch auf die Blaubeere. Ja. Und ich glaube, der hat es nur für mich geschrieben. Und es ist so, es kommt auf diese Inhaltsstoffe an, die in der Schale sind, die aber in der Natur nur ungefähr zu 0,1% enthalten sind. Ja. Aber um diese massive Wirkung zu erhalten, brauche ich mindestens 25%. Damit sind auch alle klinischen Vorstudien gelaufen, wenn man die googelt. Hm. So, und die kann ich nur bekommen, wenn ich einen speziellen Extraktionsprozess, wenn ich die Blaubeere einem speziellen Extraktionsprozess unterziehe. Und zwar aus dem Grund, in diesem Extraktionsprozess muss die Blaubeere, ich sag mal, sich wehren. Sie muss also ihre ganzen Kräfte sammeln, um sich gegen diese Einflüsse von außen zu wehren. Aha. Und da entwickelt sie, das nennt sich Hitzeschockproteine, und diese Proteine, das sind dann die, die bei uns Menschen gewisse Gene antickern können, um Heilungsprozesse anzustoßen. Ah, ja. Das ist der Sinn dahinter. Und dann wird auch ein Schuh draus, dass man weiß, warum es Dinge gibt wie eine Tomate. Beispielsweise eine Tomate als Tomatenmark oder Soße hat mehr Lycopin, als wenn man die so isst. Oh. Weiß man? Also das ist so ein Beispiel. Und es ist immer zum Beispiel Pilze, nimmst du besser als Pulver. Wir haben auch einmal Cordyceps und die Blaubeere kombiniert. Ja. Blaubeeren sind als Extrakt, aber es ist auch eine spezielle Sorte. Es muss eine wilde sein, an einer speziellen Stelle gewachsen und sowas. Also man muss immer gucken, welches Kraut habe ich oder welche Frucht und mit welchem Prozess kann ich dafür das Optimale für meinen Körper rausholen. Ja, ja. Ich denke, das hört sich ja schon wirklich fantastisch an, wenn man das hört. Vor allen Dingen, ich denke gerade daran, wir haben natürlich auch einen schönen Garten. Wir haben auch so einen Blaubeerbusch hier bei uns stehen. Hm. Sind sehr lecker. Ja, unbedingt essen. Also mache ich ja genauso. Ja. Um Gottes Willen. Und es geht nur darum, wenn man es eben wirklich präventiv, also mein Traum ist einfach, dass die Menschen so gesund sind, dass sie sagen, ich brauche nur eine Kapsel am Tag. Ja. Damit halte ich einfach diese stillen Entzündungen so in einem Niveau, dass da nie etwas woanders hinflammt. Dass nie etwas, ich sag mal, von einer Zahnfleischentzündung in meine Gelenke gehen kann. Weil Ist oft Ursache wo ganz anders. Also das ist ja zeigt sich ja nur in den Gelenken. Ja. Und dass man einfach dieses Inflammationsrisiko, dieses Entzündungsrisiko und Niveau richtig schön niedrig hält. Und dann hat man schon mal eine gute Basis. Das finde ich also wirklich sehr, sehr interessant. Und ja, ich finde, wir sind ja heute nicht umsonst zusammengekommen, Jutta. Ja. Denn auch wir interessieren uns ja sehr für diese Blaubeere. Und ich finde, das ist einfach hochspannend. Und ich würde sagen, da es jetzt so spannend ist, spielen wir noch mal eine kleine Musik ein. Okay. Ich sag mal bis gleich. Und schon sind wir wieder zurück
grüßen nochmal alle, die sich jetzt vielleicht neu hinzugeschaltet haben. Schön, dass ihr hier seid bei uns im LB Lotusblüte. Am Mikrofon eure Sanara, am Studiotelefon Heilpraktikerin Jutta Suffner, die uns schon einiges berichtet hat und jetzt weiter über die Blaubeere sprechen möchte. Jutta, die Blaubeere, magst du da nochmal, du hast ja schon erzählt, also dass sie für alle entzündlichen Prozesse im Körper gut ist. Mhm. Ja, oder dagegen agiert, sagen wir es mal so. Ja, magst du vielleicht nochmal mehr zu der Blaubeere sagen? Es ist ja ein sehr, sehr, sehr interessantes Thema. Ja, das stimmt. Und zwar Entzündung ist der eine Faktor. Da kennt man ja auch Kurkuma oder Kurkuma ist so das, was einem oder OPC sagt natürlich. Ja. Auch, da nehme ich ja schon alles, habe ich ja auch gedacht. Ja. Und aber da gibt es noch was viel Wichtigeres. Antientzündlich ist die eine Sache. Es ist antioxidativ, also gegen das Rosten. Es ist ein natürlicher Rostschutz. Dann wirkt es schmerzlindernd. Gerade, wir hatten jetzt akut, habe ich eine 90-jährige Dame gehabt, die ein neues Hüftgelenk bekommen hat. Und 90 ist ja jetzt nicht mehr so ganz frisch. Nee. Und die hat unparallel eine 64-jährige, also die eine lag im Westerwald, die andere in München in der Klinik, fast zeitgleich. Und beide sind mit der Blaubeere ausgestattet worden. Und beide waren die einzigen auf den Stationen, die keine Ödeme hatten, also Wasseransammlungen, die extrem schnell fit waren. Und diese 90-jährige Dame war nachher in der Reha-Klinik die einzige, die keine Stützstrümpfe brauchte. Oh. Sie war die älteste und sie war die fitteste. Und die haben alle gesagt, was haben sie eigentlich gemacht? Sie haben nichts dick, sie haben nichts rot. Und dann hat sie mal ganz stolz gesagt, ich nehme Fluentox, total süß. Und also schmerzlindernd, was aber das Allerwichtigste ist, wenn man zu einer Entzündung tendiert, kennen viele Menschen, die Atherosklerose haben, Herzinfarkt, das sind ja die Gefäße, die Gefäßwände werden porös. Ja. Und aufgrund dessen kann da Gewebswasser austreten, also auch so ein Ödem. Ja. Das heißt, ich muss ja irgendwie etwas haben, um meine Gefäße wieder zu stabilisieren. Mhm. Und genau hier setzt diese Blaubeere an. Und das ist ehrlich gesagt mir noch wichtiger als alles andere, weil die Stabilisation von allem, diese ganzen Kollagenfasern, alles wirklich in Stabilität zu halten, ist ja die Basis von allem. Ja. Und das ist für mich der allergrößte Ansatz. Und deswegen ist auch diese wildwachsende Blaubeere für mich so wertvoll. Damit man einfach versteht, weil die meisten sagen immer ja nur antientzündlich, antioxidativ, aber diese Stabilisierung dieser ganzen Kollagenfasern, die ist halt in meinen Augen unerschütterlich. Also das kann, ich meine, ich bin ja nur nicht aus der Schulmedizin, aber so wie du das erklärst, kann ich echt sagen, das ist irgendwo ein Stück verständlich. Genau, ja. Man kann es auch nachlesen. Also ich habe ich war ja nach meinem Studium zunächst auch ein Jahr in Kanada und habe dann auch so ein paar Connections drüber und habe mir dann auch von da drüben, die gibt's halt hier nicht so, diverse Bücher bestellt, die es eigentlich auch gar nicht mehr gibt, von alten Apothekern. Ja. Es ist so The Healing Power of Herbs und sowas. Da habe ich diese Sachen noch nachgelesen. Ich habe noch, bei den Indianern wurde zum Beispiel dieser spezielle wilde Heidelbeerstrauch als die Frucht des großen Geistes bezeichnet. Ah, ja. Also das sind alles Sachen, die habe ich erst im Nachhinein, Schritt für Schritt sind mir die sozusagen zugeflogen. Ja. Und dass ich erst mal gemerkt habe, ach du Himmel, was hast du denn da für einen Schatz ausgegraben? Ja, also das ist, es hört sich also wirklich schon bald fantastisch an. Ja, ist auch. Und es ist auch nachzulesen. Also ja. Ich kann auch gerne, wenn jemand eine Frage hat, ich kann auch gerne die Bücher oder sowas, die Links, damit die Leute auch merken, hier finde ich ganz wichtig, selber nachlesen. Oder auch Studien, wenn man diese spezielle Blaubeere eingibt, bei PubMed ist so die größte Studiensammlung der Welt. Da gibt es vorklinische Studien damit. Also das ist, man muss einfach nur suchen, dann findet man das auch. Ja, ja. Ja, ich habe natürlich auch schon, du hattest mir ja vorab schon mal Informationsmaterial zukommen lassen. Und da habe ich mich ja natürlich auch schon schlau gemacht, gerade über die Blaubeere. Und war wirklich echt fasziniert. Ich denke, mein Gott,
wie das doch, also man kann sich das irgendwo gar nicht vorstellen. Ich denke, das ist auch eine Sache, die jeder für sich ausprobieren darf, ja. Ja, also mir ist es ganz wichtig, ich denke, viele von den Zuhörern, gerade von eurem Sender, sind ja auch Menschen, die sind sehr sensitiv, Ja. spüren es einfach. Und Ja. ich war letztens noch in der Schweiz auch wieder bei einigen, da haben wir das ausgetestet mit Bobis-Einheiten, die liegen im, also Bereiche, die kann man gar nicht nennen so gut. Da sage ich aber auch, fühlt einfach rein, ob es für Ja. euch etwas ist. Wenn nicht, ist Ja. es total in Ordnung, um Gottes Willen. Genau, Wenn genau. ihr reinfühlt oder testet selber. Die Leute haben ja kinesiologisch, einfach testen und dann könnt ihr die Dosierung, wir testen es auch wir sagen auch Leute, gebt uns Vor-, Nachname, Geburtsdatum, wir testen die Dosierung für euch aus, wenn ihr selber irgendwie meint, nee, komm, lass es mal andere machen. Selber reinfühlen und das finde ich immer das Beste. Es muss für die Person oder es muss nicht, es sollte für den Anwender stimmig sein. Ja, Das ist das Wichtigste. das finde ich auch. Ich denke, wenn man ich sag mal, dieses Extrakt der Blaubeere immer halt in Kapselform ja für sich nutzt und einnimmt, ist das also unterschiedlich von der Einnahme her, also je nach Person, oder? Ja, es ist komplett unterschiedlich. Man kann so ein bisschen Pauschalität reinbringen. Also wenn jemand einige Jahrzehnte lang, ich sag mal, erfolgreich sich so eine chronische Krankheit erarbeitet hat, dann macht es natürlich Sinn, erstmal mit einer höheren Dosierung reinzugehen. Dann kann es sein, dass man 3, 4 Wochen mal morgens und abends 3 Kapseln nimmt. Ja. Da, aber das ist ja auch klar, wenn ich mir 30 Jahre lang was Ja, angefeuert habe, natürlich, wäre es logisch. von mir auch respektlos zu sagen, das ist in der Woche weg. Das Ja, ist Quatsch. natürlich, natürlich. Das ist Quatsch. Ja. Und da gehören natürlich auch noch andere Dinge dazu. Deswegen sind mir auch so diese Beratungsgespräche wichtig, dass ich sage, Leute, lasst uns mal eine Viertelstunde zusammen reden. Wo steht ihr denn überhaupt? Was nehmt ihr? Wie ist der aktuelle Stand? Ja. Bevor man einfach jetzt wild da reinhaut, das ist bei vielen Leuten, die meisten, die sagen schon, nee, nee, ich weiß, das ist für mich gut und dann passt das. Aber die, die noch unschlüssig sind, dass man mal guckt, was nehmen die sonst noch, dass es Ja. nicht zu viel ist. Und mein Ziel ist, oder das merken wir bei den Menschen, die es einfach längerfristig nehmen, die brauchen dann nur noch eine mal 2 Kapseln pro Tag, weil da einfach so ein Wumms hinter ist, dann, ja, dann ist man da relativ schnell mit gesättigt. Und die kann man immer durchnehmen oder nur für eine Zeit? Also man sollte sich schon längere Zeit nehmen und Ja. der Sinn, wie sagte letztens ein Kinderarzt zu mir, sagt der Mensch, das ist doch eigentlich das ideal Präventive bei Kindern anstelle Grippeimpfung. Ja, gut, darf ich natürlich nicht sagen, aber Ja. einfach ums Immunsystem auch gerade bei Kindern Ja. schon intakt zu haben. Wir haben hier so ein Elternpärchen mit Zwillingen, die haben die Kapseln immer aufgemacht. Und aber da gibt es jetzt bald Gummibärchen für Kinder. Ach, wie Ich denke da natürlich nur an süß. mich. Und die kommen so in 2, 3 Wochen raus, extra für Kinder. Und damit auch die Kleinsten das eben nehmen können. Also, die kann man dann lutschen. Ja, oh, die Ja. schmecken echt gut. Herrlich, natürlich für Kinder ideal, ne? Ah, das ist Ja. super für Kinder, für Ältere, für frisch Ja. Operierte, für alle, die nicht schlucken können. Ja, Also ja. alles. Ich wollte nicht nur an die Kinder denken, sondern eben, weil ich hab so viele Intensivstationen gesehen in meinem Leben und so viele Patienten da geschallt, dass ich gedacht habe, ey, wie kriegst du das auch Leute, die tracheotomiert wurden, also die einen Luftröhrenschnitt hatten und beatmet wurden, Ja. können ja danach nicht direkt schlucken. Das Nee, muss ist ja richtig. langsam Schritt für Schritt wieder erlernt werden. Und da habe ich gesagt, ey, was kannst du denn da machen? Und da habe ich gesagt, Mensch, Gummibärchen auf die Zunge schön lutschen, dann kriegen auch die wieder diese Kraft der Heidelbeere. Also das finde ich ganz ideal. Eine schöne Lösung. Ja, dass man einfach alles hat und natürlich für Tiere. Also wir haben es auch für Tiere, nur so nebenbei. Nee, echt? Ja, es kann Witz. Das ist aus einem Witz heraus entstanden, weil wir einen Hund mit Retinitis hatten und da habe ich gedacht, naja, was mir Mensch hilft, hilft auch dem Tier. Und ja, oder auch mit Gelenkproblematiken und ja, deswegen gibt es Blue Antox Animal. Ist genau dasselbe drin wie für den Menschen, nur halt fürs Tier. Und wie Kannst du nimmt auch das nehmen. Tier das ein? Das sind auch Kapseln und bei Katzen Kapsel aufmachen in den Brei rein, bei Hunden einrollen in ein Stück Fleisch oder sowas und die schlucken die so runter. Also wir haben einen Kater. Ach so, ja. Ja, und da muss ich wirklich sagen,
in diesem Kater irgendwas reinzukriegen, ist fast unmöglich. Och, wir haben da schon, wir kriegen manchmal so schöne Bilder zugeschickt mit einem rot, nee, mit einem, ja, so ist ein dunkelrot-lila gefärbten Fressnapf, einer Katze, wo die Schnurhaare schon blau sind, total süß. Und da haben die Tierbesitzer echt, die kommen auf super Ideen. Ja, wir haben also auch schon probiert, unter irgendwelchem Nassfutter was drunter zu mischen. Ja. Der riecht ja schon auf 10 Meter Entfernung. Ja, mal gucken, vielleicht. Also bis jetzt, wir haben erfolgreich einnehmende Blaubeerkatzen. Ja, vielleicht mag er sowas. Ja. Müsste man mal ausprobieren. Wirklich. Ja, eine schöne Sache. Da sieht man auch mal, naja, bei den Tieren ist es ja auch wichtig, ne? Dass man Tiere sind genauso wichtig. Also auch möchten wir bitte lange gesund erhalten. Oh ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, liebe Jutta, ich denke, das ist ein Thema, diese Blaubeere. Da darf man sich auch noch mal schlau machen. Also meine eigene, das ist die www.juttasuffner.com. Ja, genau. Und ich habe aber keine Verlinkung zur Blaubeere, weil, wie gesagt, man muss leider Acht geben, was man in diesem Internet so schreibt. Ja. Und deswegen ist die Blaubeere die www.blueantox.com. Blue wie blau, ja. Antox wie Antioxidant. Aber wenn man mir schreibt, ich leite das weiter, ist überhaupt kein Thema. Ja, prima. Aber ich denke, dieses blueantox in einem Wort geschrieben.com ist auch einfach. Ich habe es auch schon bei mir hier auf dem hier gerade auf dem Bildschirm. Genau. Und ich finde es ganz, ganz interessant, da mal drüber nachzulesen. Da gibt es wirklich einiges, was man studieren kann. Und das ist schon hochinteressant. Ja. Mhm. So, liebe Jutta, hast du noch was zur Blaubeere zu sagen? Oh, es gibt noch so viel zu sagen. Aber ich freue mich einfach auf alle, die dadurch mehr Gesundheit erhalten. Also das ist so mein, dass es ganz, ganz viele Menschen neugierig macht, was ist es, und ich mache auch gern einen Vortrag oder ein Webinar oder mal, wenn ein Therapeut da ist, dass er sagt, hey, können wir uns mal zusammensetzen. Ja. Also ich bin echt offen für alles und einfach dieses Wissen rauszubringen, das ist mir, ich habe auch noch so einen Online-Entzündungskongress jetzt gemacht bei der Akademie für menschliche Medizin. Den kann man sich auch jederzeit kostenfrei 48 Stunden mal anschauen. Einfach, um sich so mit diesem ganzen Thema ein bisschen zu beschäftigen. Und ja, auch die Hintergründe zu Entzündungen, hängen ja auch die Umweltbelastungen drin. Ja. WLAN, 5G, es ist alles ein großes Paket, wo es einfach wichtiger denn je ist, dass wir so eine Urkraft in uns aufnehmen, um einfach, ich will ja nicht sagen gegen, aber um diese äußeren Einflüsse ein bisschen ausregulieren zu können. Genau. Das ist total wichtig. Ganz genau. Ich denke, das ist auch gerade jetzt in der jetzigen Zeit sehr wichtig, liebe Jutta, weil wir befinden uns ja nun mal in einer eigenartigen Zeit. Ja. Und ich denke, gerade Gesundheit, die ist im Moment sehr, sehr gefragt. Und da darf man mal wieder bei sich schauen, darf wirklich gucken, was könnte ich denn für mich tun? Und ja, ich will jetzt nicht sagen, die Blaubeere ist jetzt ein Vorsorgemittel oder so, sondern man kann wirklich unterstützend was tun. Ja, ja. Ja. Und das ist es, präventiv. Und es ist immer ein Puzzle aus allem. Ja. Es wäre sicherlich vermessen zu sagen, es ist nur die Blaubeere, ist es bei mir ja auch nicht, sondern es sind 2, 3 Puzzlesteine. Aber es hat einen sehr, sehr großen Anteil, ja, und hilft mir, weil es ist ein Adaptogen, also es ist die adaptogenste Pflanze der Welt, also sprich die anpassungsfähigste, und hilft einfach sehr, sehr gut in der Balance zu bleiben. Und das ist schon genau das, was man erreichen möchte. Genau. Ja. Exakt. Liebe Jutta, du machst natürlich auch noch anderes, und da möchte ich gleich noch mit dir drauf zu sprechen kommen. Jedoch glaube ich, wir gönnen uns wieder ein kleines Päuschen. Ja? Gerne. Und dann sind wir gleich wieder für euch da. Der LB Radio Lotusblüte. Dein Sender für Impulse in ein neues Leben. Für mehr Richtung, Liebe und Bewusstsein. Der LB.
Und da sind wir wieder hier bei uns im LB Lotusblüte. Nach wie vor Jutta Suffner hier bei uns am Studiotelefon. Ja, liebe Jutta, du machst natürlich auch noch viele andere Dinge. Habe ich so auf deiner Website auch gesehen und gelesen. Wir haben uns aber auch schon darüber unterhalten. Unter anderem Delta Scan. Ja. Jetzt frage ich mal, was ist das? Es ist ein, nennt sich offiziell ein biokybernetisches Untersuchungssystem, wo der Ursprung ist in Russland, ist dem großen Gebiet der Quantenmedizin, Quantenphysik zugeordnet. Ja. Und es ist nichts anderes, als dass man mittels eines Kopfhörers, es geht aber logischerweise auch, also das Wort Fernbehandlung mag ich gar nicht, weil es ist ja eh alles mit allem verbunden. Also der Mensch muss nicht vor Ort sein. Es wird das komplette Zellsystem des Menschen abgefragt, bis auf Chromosomenebene, also die Frequenz. Mhm. Jede Zelle, jedes Organ hat ja eine spezifische Frequenz und diese wird abgefragt und es wird geschaut, ist die so, wie sie sein sollte für diese Person, für dieses Alter, und wenn nicht, bekommt man die Information, warum nicht? Ist vielleicht ein Vitalstoffmangel? Ist eine Mikroorganismusbelastung da? Hatte der Mensch einen Zeckenbiss oder irgendwas? Und dann kann man eben, und das finde ich das Geniale, direkt therapieren. Ah ja. Und das ist total logisch, weil diese ganze Quantenmedizin, Quantenphysik, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, mit diesen Verschränkungsexperimenten, Doppelspaltexperiment, kann jeder nachlesen, dann wird es klar, warum es funktioniert. Ich meine, wenn wir, ich sag mal, nach Hawaii mit dem Telefon telefonieren oder mit dem Handy, fragt ja auch keiner warum, aber es funktioniert. Und das Schöne ist einfach, ich mache auch momentan wirklich nur Fernbehandlungen. Also die weiteste ist jetzt aus Neuseeland und ansonsten sei ich die ganze Welt dabei. Zum einen müssen die Menschen nicht kommen, was natürlich in der Zeit jetzt sowieso ideal ist. Und ich kann eben auch schauen, wenn man eine Untersuchung macht und eine Therapie, man merkt immer was, also es gibt nichts, bis man nichts merkt. Bei denen, je sensitiver die Menschen sind, desto genialer ist es natürlich. Und wenn man dann die Vergleichsuntersuchung und Therapie macht nach 3-4 Wochen, dann kann ich natürlich genau sehen, was hat sich verbessert oder was hat sich verschlechtert vielleicht, weil irgendwas angestoßen wurde. Ja, und das ist echt so mein Steckenpferd seit vielen, vielen Jahren. Und ich finde es, also für mich ist es einfach, bin total dankbar, dass das in mein Leben getreten ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, da weißt du schon, du hast auf jeden Fall diesen Menschen schon irgendwie vor dir, sag ich mal so. Ja, unbedingt. Ja. Also ich brauche natürlich, klar, die komplette Adresse, Geburtsdatum. Die schicken mir immer eine Haarprobe oder eine Blutprobe zu. Dann, die kommt in so einen Verstärker anstelle des Menschen. Ja. Und ich habe auch mit einem lieben Freund hier im Horst Leuber, den kennst du ja auch. Ja. Mit ihm habe ich einen Untersuchungsablauf bin ich durchgegangen. Den kann man sich bei YouTube auch anschauen, so 10 Minuten, damit man mal sieht, ey, was ist denn das überhaupt? Und was macht die denn da? Ich finde, man muss immer etwas mal so ein bisschen mal gesehen haben. Ja, finde ich auch. Und dann die Leute, die anrufen, die schicken mir dann ihre Proben zu und klar, wenn ich jetzt, also normal möchte ich eigentlich nicht wissen, was die Leute haben, weil dann gehe ich ganz unbefangen ran und ich lasse mich da auch nicht beeinflussen. Was wichtig ist, wenn jetzt einer, ich sag mal, gerade mitten in der Chemo ist oder viel Cortison nimmt, diese Dinge sollte ich wissen, weil da muss man gewisse Sachen anders einstellen und da könnte man so ein bisschen hinters Licht geführt werden, wenn man das nicht weiß. Ja. Aber ansonsten sage ich immer, wisst ihr was, sagt mal nix, ich mache das mal und dann gucken wir mal, ob das so stimmig ist, was ich euch erzähle und was die wirklich haben. Du sagst, bei YouTube, da kann man das sehen, da hast du natürlich auch, wo man da mal reingucken kann. Ja, ganz genau, also wenn man Jutta Suffner eingibt, dann poppen erstmal ganz viele Interviews auf zum Thema Blaubeere natürlich, ja. Bei Question 20, Welt im Wandel, wo auch immer. Und wenn man Jutta Suffner und Delta Scan eingibt, kommt sofort dieses 10-minütige Video. Also das haben wir ganz laienhaft gemacht, aber das ist mal aus einem Witz heraus entstanden. Aber ja, Ist ganz gut geworden. Ja, aber ich denke, so für den ersten Einblick ist es schon ganz gut. Genau. Das finde ich schon ganz toll. Ja, du gibst natürlich auch sehr viele Vorträge, hast du vorhin schon angekündigt, schon gesagt. Ich finde das auch wichtig und die Beratungen, die finde ich auch wichtig.
dass sich der Mensch nie allein gelassen fühlt. Ja, das ist ja so wichtig, gerade in der jetzigen Zeit. Einfach mal ein Beratungsgespräch, man kann in einer halben Stunde so viel klären, ja, und so viel Anstöße geben, damit der Mensch an der anderen Leitung einfach wieder merkt, hey, da kann ich was machen, weil das ist ja auch so meine Botschaft. Glaube erstmal nichts, glaube auch mir nichts. Ja. Sondern fühle rein, ist das, wenn bei mir saßen sie ja auch damals, da haben gesagt, Mädel, kann man nichts mehr machen, schieb dir die Medikamente rein, kein Sport mehr, nichts mehr. Ja, ich habe es ja auch am Anfang geglaubt, aber deswegen, es kann ja nur besser werden, selbst wenn ich eine massive Diagnose habe, was kann mir denn passieren? Also, ich habe immer die Option, dass es besser wird, und ich habe es ja auch geschafft, das schafft ja jeder, ich bin ja nichts Besonderes. Genau. Also, ne? Ich sag immer, meine Devise ist immer, ein Nein hat man schon, man kann nur ein Ja ernten. Ja. Ja, absolut. Das finde ich so wichtig, dass man sich da auch nie irgendwie verscheuen sollte, ja, auch da mal, ja, ich sag mal, eine Beratung durchzuführen. Und das ist ja das Nonplusultra, für mich wenigstens. Natürlich, ja. Ich habe damals ja auch Gott und die Welt gefragt, Gott, das habe ich alles gemacht, Himmel, hilf. Also das war ja, ich habe alles gemacht, wirklich, was man irgendwie, egal in Quantenmedizin, da natürlich Vitalstoffe ist ein Riesenthema, Orthomolekularmedizin, ja, das ist auch noch so ein Steckenpferd, weil ohne eine Lampe kann nur brennen, wenn Öl drin ist, und wenn die Vitalstoffe fehlen, nützt mir das auch alles nichts. Also, ganz genau. Das ist extremst wichtig, Vitamin D, Magnesium, warum das eine und nicht das andere, wann nehme ich das, nicht alles zur selben Zeit, und das ist nochmal ein Riesenthema für sich, aber auch das ist so wichtig, weil über die Nahrung kannst du das heute nicht mehr aufnehmen. Das geht einfach nicht mehr. Genau. Ja, liebe Jutta, du hast natürlich hier bei Lotusblüte auch eine Expertenseite, aus der ja natürlich schon, ich sag mal, alles hervorgeht, was dich ausmacht. Deine Website, unter anderem werden wir da auch dann die Blaubeere mit reinnehmen. Okay. Das finde ich ganz wichtig. Wir haben drüber gesprochen, dann soll man auch drüber lesen können. Und ich finde es wichtig, dass der Einzelne sich auch informiert. Unbedingt. Die Information ist so wichtig. Und man kommt direkt auf deine Website. Man sieht deine Kontaktdaten. Man sieht erstmal dein Foto. Das ist ganz wichtig. Und man kann schauen. Und somit kommt man dann auch auf deinen YouTube-Kanal. Und das ist immer eine Kombination, die einfach hilfreich ist. Ja. Ja. Genau. Einfach mal alles anschauen, wenn Fragen sind, schreiben, und jetzt nach dem Online-Kongress waren es ein paar hundert E-Mails, da bin ich immer noch am Abarbeiten, also gibt mir manchmal so ein, zwei Tage Zeit, ja, sich das alles schreiben, aber ich schreibe wirklich jedem, und dass man, weil nur wenn dieses Wissen an die Menschen kommt und sich jeder selber helfen kann und dieses Wissen wieder weitergibt, ich denke, das ist das Nonplusultra, und nicht Menschen irgendwie an eine Praxis binden oder so, das ist nicht mein Ding. Richtig, richtig. Also finde ich ganz toll. Muss bin sagen. Ich nicht so der Typ für. Also klar, der Delta-Scan kann einen tollen Anstoß geben, und wenn einer natürlich was Massives hat, sollte man den auch mal öfter machen, aber das Ziel ist ja, dass der Körper sich immer selber reguliert und dass ich, was weiß ich, einmal im Jahr gucke, ey komm, ich guck mal mit Delta-Scan, wo stehe ich? Ah, okay, hier und da an der Schraube kann ich ein bisschen drehen. Und dann ist aber auch wieder gut. Und viele sagen dann eben auch, ja, dann machen wir das mal jede Woche. Nee, ich sag, das wollen wir mal gar nicht hier jede Woche. Sie sind der Chef von ihrem Körper. Und fangen wir erst gar nicht an. Ja, finde ich gut. Vor allen Dingen, ich denke, dieses Delta-Scan, wenn man das einmal durchgeführt hat, dann ist man ja auf dem Weg, was unterstützt mich wirklich. Eben. Ja. Das ist es. Ja. Das ist also ganz, ganz wichtig. Ich gebe nochmal deine Website bekannt, das ist Jutta Suffner, Suffner mit 2f.com. Mhm. So, das habe ich jetzt auch, und jetzt will ich doch mal schauen, liebe Jutta. Ach, weißt du was, wir machen noch ein kleines Päuschen. Gerne. Ja. Thank you.
Ja, und da sind wir wieder hier im LB Lotusblüte. Ja, wer ist natürlich hier? Für alle, die jetzt vielleicht mal so nicht ganz mit beiden Ohren hingehört haben, hier ist natürlich die Sanara von LB Lotusblüte und Jutta Suffner, die uns schon so viel berichtet hat. Und ich möchte es auch nochmal sagen, damit, wenn ihr heute diese Sendung nicht ganz verfolgen konntet, weil vielleicht etwas dazwischen gekommen ist, das macht gar nichts. Denn wer LB Lotusblüte kennt, der weiß, wir wiederholen natürlich alle Sendungen immer wieder mal, weil wir es wichtig finden, dass mit einmal gehört haben, kann man nicht alles aufnehmen. Also wird es wiederholt einmal in der Woche, in der laufenden Woche um 14 Uhr. Schaut bitte immer in unseren Sendeplan und natürlich auch noch zu anderen Sendezeiten. Ihr wisst es ja, ob morgens mal oder ganz spät abends für alle, die vielleicht irgendwo ja auf der anderen Erdseite wohnen, so dass auch jeder da mal hören kann. Einmal morgens, einmal ganz spät abends. Und dann sieht man, da erreichen wir dann jeden. So, liebe Jutta, das war so ein bisschen Organisatorisches. Und jetzt komme ich mal zu deinen Herzensangelegenheiten. Die hast du ja. Du hast mir mal gesagt, ich habe so ein Anliegen, das liegt mir sehr am Herzen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Durch meine eigene Geschichte, diese Herzmuskelentzündung, die hat mir einfach gezeigt, weil ich damals ja auf der Suche war und leider nicht das gefunden habe, was ich heute weiß und die Zugänge, die ich heute habe. Deswegen liegt es mir echt am Herzen, dieses ganze Wissen der letzten 30 Jahre, dieses ganze Gesundheitswissen an die Menschen zu bringen, damit die selber eben nicht in so eine Grube fallen wie ich, sondern erkennen, oh Gott, hier geht's runter, ich kann aber etwas tun, um eben nicht so abzustürzen wie ich. Und das finde ich so wichtig und klar, da hilft mir natürlich die Blaubeere enorm, auch der Delta-Scan, aber einfach dieses ganze Paket an Erfahrungen, was ich sammeln durfte. Und deswegen auch diese Vorträge, Seminar oder mal ein Zoom-Interview. Ich bin total offen, je nachdem, wo es einem nachsteht, ob Therapeut oder Privatmensch, ganz egal, ob es eine Firma ist, groß, klein, mittel, ganz egal. Hauptsache es erreicht einen Menschen und der kann das wieder weitergeben. Finde ich ganz wichtig. Ich denke, das ist natürlich auch ein Herzensprojekt von dir. Das ist es ja. Ja, klar. Was ich sag immer so, bei uns ist zum Beispiel LB Lotusblüte, haben wir damals als Baby ins Leben gerufen. Und es ist wichtig, dass man auch das gut versorgt. Ja, ja? Unbedingt. Ja. Jutta, ich würde sagen, wir hatten ein ganz hervorragendes, spannendes, informatives Gespräch. Und es werden mit Sicherheit noch einige Fragen auftauchen, die wir vielleicht heute nur angeschnitten haben. Jedoch, da möchte ich euch bitten, dass ihr euch dann direkt an Jutta Suffner wendet. Wie gesagt, schaut bitte mal immer in die Referentenliste, auf die Expertenseite. Dort findet ihr alle Kontaktdaten. Und ihr könnt sie dann auch in eine Beratung ansprechen oder eben halt auch euch direkt informieren, was ihr für euch tun könnt. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Und wo hat man das schon? Ich denke, sowas darf man für sich nutzen und sollte man auch für sich nutzen. Genau. Ja, liebe Jutta, da bleibt mir nur noch ein liebes Dankeschön an dich. Kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Und ja, und vielen Dank vor allen Dingen natürlich an alle, die zuhören. Dass ihr oder sie am Radio, wo auch immer, Smartphone oder sonstigen gelauscht habt. Also auch da vielen, vielen Dank. Ja, ich hoffe, dass natürlich auch wirklich ein jeder für sich genau das findet, was für ihn und für seinen Körper richtig ist. Und gerade jetzt in der Zeit, da seid ihr dann bestens versorgt, wenn ihr euch mal an Jutta Suffner wendet. Ein liebes Dankeschön, liebe Jutta, ein liebes Dankeschön an alle Hörer.
egal wo ihr uns hört. Passt immer gut auf euch auf, bleibt uns gewogen. Und ich sage einfach tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Alles Liebe, eure Sanara Angelika. Ja, auch nochmal von mir einen wunderschönen Tag. Bleibt chronisch gesund und bis bald. Eure Jutta Suffner. RLB Radio Lotusblüte. Dein Sender für Impulse in ein neues Leben. Für mehr Richtung, Liebe und Bewusstsein. RLB.